Hallo Leute, es geht weiter mit Whispering Willows. Ja, dieses interessante Spiel spielen wir jetzt weiter, aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen was, glaube ich, nachholen müssen, weil ich bin ein bisschen raus und ja, wenn man ja rausgeht aus dem Spiel, muss man auch noch ein bisschen immer nachholen von den Stellen davor. Was ist denn daran so lustig? Wir haben ja auch noch die Schaufel. Sie ist noch voller Erde. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich zuletzt machen sollte. Aber hier war der Geist, ne? Okay. Konnten wir nicht mit der Schaufel was machen? Ich gehe jetzt aber nochmal nach oben. Wollten wir nicht nach oben gehen? Oder ich glaube, ich bin da hochgegangen und hatte aber... Ja, kannst du... Genau. War hier jetzt nicht offen oder so? Oder konnte ich das noch nicht? Oder wie? War das mit der linken Seite denn jetzt schon? Das ist mal ein bisschen irritierend hier mit dem... Geh doch mal nach oben. War ich jetzt hier schon? Hat das gespeichert oder nicht? Also hier ist auf jeden Fall das nicht dicht. Ja, jetzt kann ich ja das nochmal eben hinschieben. Das hatte ich aber eigentlich schon gemacht. Das ist ein bisschen doof jetzt. Jups. Gut, dann kannst du ja jetzt darüber gehen. Eigentlich hatten wir das schon gemacht. Dann weiß ich nämlich immer nicht so genau, ja, was hat gespeichert, was nicht. Okay. Hier kann ich nach oben. Prima. Ja, da die Leiter und das alles auch noch nicht gemacht ist, wiederhole ich das eben jetzt nochmal eben. Kann ich hier auch reingehen? Die schiebe ich weg. Mach mich nochmal klein. Juhu, genau. Ja, das war das. Genau, das war unser letzter Zug, den wir hier gemacht hatten, dass wir uns den Trophäenzimmerschlüssel holen. Und dann wollten wir da, glaube ich, reingucken. Nein. Jetzt. Genau, dann, damit wir... Da unten war jetzt aber nicht noch was, oder? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Jetzt habe ich mich nur um den Schlüssel gekümmert, aber... Falls da noch was war, lieber nochmal gucken. Nee. Nee. Okay. Die Atmosphäre ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, einfach cool. Ich weiß gar nicht, wieso, aber mir gefällt es einfach richtig gut. So ein bisschen düster, ein bisschen traurig, melancholisch, geheimnisvoll, geisterig, weiß auch nicht. Ich finde das gut. Ah, jetzt können wir da auch rein. Super, weiter geht's. Eine Notiz. Heute ist ein aufregender Tag, so viel ist sicher. Ich reise mit meinem besten Freund Wortham Willows in den großen, unbesiedelten Westen. Wir suchen dort unser Glück und ich wage zu sagen, dass wir auch viele Gefahren entgegensehen werden. Ich habe Geschichten von Biestern und Wilden gehört, die uns erwarten. Wortham ist bloß ein sanftmütiger Mann und ihm fehlt meine Größe, daher sehe ich es als meine Pflicht, ihn auf unserer Reise zu beschützen. Ohne ihn weiß ich nicht, was aus meiner Familie geworden wäre. Die Willows haben uns Arbeit gegeben, als es kein anderer tat. Ich fühle mich verpflichtet, ihn in Sicherheit zu wahren. Egal, was passiert, ich werde seine Bürden tragen, so gut ich kann. Er zeigt sich also dankbar. Was haben wir hier? Achso, hier kann ich nur die Treppe nehmen. Okay. Sonst war hier nichts. Okay, komisch. Kannst du die Treppe bitte jetzt nehmen? Gut.
Ich bin unfähig, Treppen hochzulaufen anscheinend. Diesmal. Wo sind wir hier, Fuchs? Huch, ich dachte, er hätte etwas gesagt. Vielleicht als Geist? Hm. Du meine Güte, ein Grizzlybär. Ah, eine Notiz wieder. Ich habe es genossen, in die Rätsel dieses Orts einzutauchen. Es gibt so viel zu lernen und ich meine damit nicht all die Bücher und Teile der Geschichte, die hier nur Staub ansammeln. Nein, ich spreche von etwas ganz anderem. Als ich ein kleiner Junge war, brachte mein Großvater mir bei, mit der Natur zu kommunizieren. Dass es die spirituellste Macht sei, von der ich hoffen konnte, sie zu beherrschen. Damals wusste ich nicht, was er meinte, aber indem ich meine Zeit hier verbracht habe, hat es mir die Augen geöffnet und ich erkenne die Wahrheit in den weisen Worten des alten Mannes. Ich kann in diesen Schriften gestehen, dass ich Dinge gesehen habe, die kein anderer Lebender je gesehen hat. Ich habe mich hinter die Mühsal des Irdischen gewagt und die andere Seite gefunden. Ich bin zurückgekommen, aber nicht ganz unversehrt. Ich spüre Male auf meiner Seele, aber was bedeutet, weiß ich noch nicht. Mysteriös. Gut, ich gehe mal als Geist einmal nach oben, weil wir es können und sollen. Da ist aber nichts mehr. Wird aber noch was anderes zu tun geben. Oh, Bettrahmen. Hat jemand hier oben geschlafen? So ganz allein? Oh. Emiko Minami. Ohayou, ich bin eine von Walthams vielen Gästen. Nett, dich kennenzulernen. Sieht aber aus wie ein... Ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Ich glaube, es ist... Sieht aus wie ein Bart, aber ich dachte erst, es wäre eine Frau. Ja? Ohayou. Eine Notiz. Meine Hände zittern und alles, was ich tun kann, ist, den Stift festzuhalten, während ich schreibe. Ich habe sogar ein paar Mal das Tintenfass verfehlt. Ich bin gerade von dem schönsten Abend meines Lebens nach Hause gekommen. Ich glaube, ich muss tief durchatmen. Waltham Willows, der Bürgermeister, der reichste, einflussreichste Mann innerhalb hunderten von Kilometern, hat mich auf einen Ausgehabend ausgeführt. Ach, wir sind ja wieder bei... Okay. Und was für ein Abend das war, ungeachtet der Geheimnistuerei. Ich wurde noch nie so königlich behandelt. Ich konnte es zu keiner Sekunde glauben. Es war unglaublich. Wir hatten ein wahrhaftes Festmahl. Jeder Zentimeter des Tisches war voll mit Geschirr. Danach hat er mich zu einem Theaterstück eingeladen. Ich war noch nie bei einem Theaterstück. Mein Kopf dreht sich noch von dem ganzen Wein und der Aufregung. Er ist wahrscheinlich ein romantischer Gentleman, dieser Waltham Willows. Ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder, aber fürs Erste muss ich mich ausruhen. Ich kann spüren, wie mein Herz in der Brust rast. Oh, das ist bestimmt schlecht ausgegangen. Und hier oben hat ja... Was ist das eigentlich für ein Haus? Und überall haben da Leute gelebt und ich weiß auch nicht so. Der hat die bestimmt alle getötet. Sie haben umgebracht. Verschlossen. Sie hat schon wieder Schiss hier irgendwie. Dann geh halt da durch. Machen wir uns die Tür mal selber auf hier. Was ist das hier? Aha. Oh, hier waren wir doch gerade eben auch schon. Naja, egal. Gut, gehen wir mal durch. Oh, hier ist was Böses. Hier ist was Böses. Was Böses, was Böses. Dann macht das, dann ist es nämlich rot. Was für ein süßer Bison. Ich will ihn einfach nur mit nach Hause nehmen. Ja, dann nimm ihn doch mit nach Hause. Eine Notiz. Die ganzen Männer, Waltham eingeschlossen. Ist das jetzt wieder... Ach, das ist der Darby.
sehen mich jetzt anders an. Ich sehe die Verachtung auf ihren Gesichtern. Ich weiß, dass sie hinter meinem Rücken reden, mich einen Feigling nennen und schlimmere Dinge, die ich hier nicht wiederholen will. Wortham hat mir einen Job als Aufseher über die Minen gegeben. Ein besserer Job, als ich mir erhoffen kann. Es scheint, als würden sie versuchen, alle Einwanderer zusammenzupferchen. Ich sehe noch immer das kleine Mädchen in meinen Träumen und der Blick auf ihrem Gesicht, als ihr klar wurde, was ich tun würde. Ich sehe sie, wenn ich in die Stadt gehe, aber sie ist es nie. Mein Verstand spielt mir Streiche und ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten kann. Sie zu sehen beunruhigt mich ungemein und ich erwache schweißgebadet in den frühen Morgenstunden mit rasendem Herzen. Ich habe noch immer mein Hemd von diesem Tag und ich trage es immer unter meiner Kleidung, um mich an meine schlimmen Taten zu erinnern. Gott, ja, wenn du sie jetzt getötet hast, dann wirst du wohl damit leben müssen. So viele alte Bücher, ich frage mich, worum es ihnen geht, ne? Wow, was ist das? Ein Brief von Wortham? Ein Brief von Wortham. Jeremiah, ich habe diesen Brief im Geheimen geschrieben. Ich benötige deine Hilfe sowie deine Verschwiegenheit. Darby O'Halloran ist durch meine Hand gestorben. Sein Wahnsinn hat seinen Verstand eingenommen. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Weiß man noch nicht. Weiß ich auch nicht, was ich für eine Stimme dann machen soll. Sein Wahnsinn hat seinen Verstand eingenommen. Obwohl er mein bester und ältester Freund war, kann ich mich nicht um seine Leiche kümmern. Ich habe einen Raum und einen Sarg in den Katakomben, wo ich möchte, dass du seinen Körper verstaust. Ich werde dort später vorbeischauen. Ich bitte dich, das Grab unmarkiert zu lassen. Du bist der Einzige, dem ich diese Aufgabe anvertrauen kann, Jeremiah. Ich bitte noch einmal um deine Verschwiegenheit in dieser Angelegenheit. Wortham Willows. Oh. Oh. Ja, der Wortham. Ein ganz böser Mann. Alles in Verschwiegenheit. Es sind bestimmt auch alles hier tote Leute und die hat er alle irgendwann mal umgebracht und... Was soll ich jetzt machen? Oh Gott, kommt mir das hinterher? Nö. Schnell, schnell. Schnell weg hier. Der Fuchs. So, hier kann ich wieder durch. Die ist verschlossen, da komme ich nicht durch. Dann muss ich ja hier lang, ne? Bin dieser komischen Itzi-Bitzi-Krabbe da nicht in die Hände gelaufen. Das ist ja schön. Ja, und dann muss ich hier wohl wieder runter, oder? Haben wir jetzt irgendwas nicht gemacht? Keine Ahnung. Einfach mal wieder so zurückgehen, als wäre nichts passiert. Was könnten wir denn jetzt mal mit der Schaufel machen? Hier draußen. Wir könnten ja auch nochmal auf die andere Seite gehen. Hier plaudern die Geister, ne? Ja, die plaudern hier. Die plaudern hier immer noch. Hier war der Brunnen. Da komme ich nicht mehr weiter. Gehe ich jetzt nochmal hier durch. Vielleicht bin ich da drin auch noch gar nicht fertig gewesen, aber ich bin jetzt ein bisschen... Und Unteroffizier Holmes, hatten wir den schon? Ich habe versucht, meinem Mädchen das alte Willows-Gewächshaus zu zeigen, aber ich hatte nichts, um die Beben zu zerschneiden. Was? Die was? Aber ich hatte nichts, um die... Ach, die Reben. Beben, habe ich gelesen. Um die Reben zu zerschneiden. Okay, ja, habe ich aber auch gerade nicht, ne? Habe ich auch gerade nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier jetzt schon drinne waren. Da ist noch eine Notiz. Der junge Markus... Wen spielt ihr wohl? Der junge Markus wünscht mich hier zu besuchen, aber ich habe meinen Wohnsitz in einem kargen Bauernhaus, das ich in Auftrag gegeben habe. Ich möchte nicht, dass er sieht, in was für einer Hütte ich lebe. Aber meine Mittel erlauben mir jetzt, bequemer zu leben. Und so habe ich beschlossen, eine Villa zu bauen, die zu meinem steigenden Wohlstand und Status passt. Während mein Reichtum wächst, sollen auch meine Villa und die Extravaganz des Grundstücks wachsen. Mein uriges Bauernhaus soll in ein Gästehaus umgebaut werden, da ich vorhabe, als Gastgeber auf dieser Seite des Landes berühmt zu werden. Ich hoffe bereits viel auf
auf Vordermann gebracht zu haben, wenn er ankommt, sodass wir genügend Zeit miteinander verbringen können. Er hat mich in seinen Briefen informiert, wie sehr er gewachsen ist, und ich kann es wirklich nicht erwarten, den Jungen zu sehen. Es ist viel zu lange her. Ich freue mich, ihn zu sehen und einen Einblick in das zu bekommen, was er von seiner Mutter hat. Na dann. Was war hier ganz links? Um den Garten zu betreten? Waren wir in einem richtigen Garten schon? Ich weiß es nicht. Da hinten ist die Villa. Okay, und da waren wir auch schon. Gut, dann gehen wir mal zum Gewächshaus, obwohl ich da ja diese Reben nicht zerschneiden kann. Und ich glaube, in dem Garten, ich weiß nicht, ob wir schon im richtigen Garten waren, ob wir da eigentlich herkommen. Ich verliere ja gerne mal die Orientierung. Ich wünschte, ich hätte etwas, um diese Reben zu zerschneiden. Also dann kommen wir da auch gar nicht sonst rein. Dann will ich das jetzt nochmal mit dem Garten probieren. Und dann hätten wir auch noch eine Schaufel. Ich will nur mal wissen, wo wir dann hier eigentlich sind. Waren wir hier schon? Ja, ganz, ganz am Anfang. Stimmt. Hier kannst du die nicht öffnen. Hast du die weißen Männer gesehen? Ich sammle Blumen für sie. Flying Hawk sagt, wir sollten friedlich sein. Ach ja, die Blumenfrau. Die Bank. Gut. Boah, die Schaufel, die Schaufel. Ich meine, das hatten wir eigentlich schon, aber... Katakomben? Waren wir da nicht auch schon? Da kommen wir doch her, oder nicht? Oder nicht? Ja. Katakomben haben wir ja auch angefangen. Da gehe ich nicht nochmal jetzt hin. Was soll das denn? Das bringt doch nichts. Nee. Also bin ich jetzt quasi wieder am Anfang, oder was? Dann gehen wir mal wieder verlassen den Garten. Aber dann habe ich mich auch noch mal erinnert, dass das mit diesem Tor hier ist und so. Anscheinend sind wir da noch nicht durch mit der Villa, ne? Weil wir brauchen noch was, was das Gewächshaus zerschneiden kann. Aber vielleicht finden wir das ja auch da, wo... Ja, ich weiß nicht. Vorderseite der Villa. Drücke Space, um die Sternwarte zu betreten. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir hier was zum Schnibbeln. Hier kann ich nur hochgehen. Eine Notiz. Ich glaube, wir haben einen günstigen Standort für unser neues Zuhause gefunden. Eine grüne Lichtung umgeben von Flüssen voller Fische und einer Fülle an Wild. Eine Komplikation besteht jedoch. Die Lichtung ist die Heimat von einem Stamm von Wilden genannt Quantaco. Ich habe gehört, dass sie ein friedliches Volk sind, aber es widerstrebt mir zu glauben, dass die Wilden, die weder Regierung noch Gesetze haben, irgendeine Art Zivilisierung in ihren primitiven Gehirnen kennen. Aber ich werde meinen Teil als Mitglied der überlegenen Rasse tun und ihnen den Anstand vermitteln, mit dem ich aufgezogen wurde. Ich werde so tun, als wäre ich beim Geschäftstreffen mit anderen kultivierten Gentlemen. Ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja bereits. Gut, aber dann bin ich ja richtig rausgegangen. Oder dass es richtig war, dass ich überhaupt rausgehe. Na, wer steckt denn hier? Les... Rivers? Oder Les Rivière? Ich muss offen gestehen, ich bin schockiert. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Die Sonne hier ist so hell und warm, ich könnte einfach ein Nickerchen machen. Hast du dann auch für den Rest deines Lebens. Tja, und was hat mir das jetzt gebracht? Kann ich hier nichts machen? Ich dachte, hier geht's jetzt noch irgendwie voll weiter und so, aber dann ist es ja nur sehr klein hier, ne? Das ist ja doof. Hm.
voll nichts irgendwie groß erreicht. Den Quatschgeistern habe ich jetzt keine Lust, wieder zu reden. Es muss in der Villa noch was geben, aber ich finde es doof gerade. Dass ich das mit der Schaufel nicht... Die Schaufel hatten wir im Keller gebraucht. Die Frage ist, warum wir die noch haben. Ein Brief von Wortham an Jeremiah Mode. Das heißt, wir müssten eigentlich den Jeremiah auch nochmal finden. Ist hier was zum Schneiden? Ist hier ein Geist? Nee, ne? Dann hätten wir den auch gesehen. Schade, dass ich hier aber nichts machen kann. Aber wir haben auch sowas nicht, ne? Ich glaube, wir müssen den Geistern nochmal in der Villa helfen. Schon alleine für die anderen Sachen. Rückseite der Villa. Ich glaube, es ist besser, wenn ich vorne reingehe. Ich habe nur leider gar keinen Überblick mehr, wer wo nochmal hier... Wer hier nochmal wo haust. Tür ist verschlossen. Wo finde ich denn die Geister, wo ich den Brief hingeben soll? Wer war denn hier? Claire O'Halloran. Okay. Kann ich ihr den Brief geben jetzt oder was? Irgendwie nicht. Also mir wird der Brief zwar angezeigt, aber das geht doch dann immer auch automatisch, meine ich, mit den Geistern. Wenn man denen was gibt, dann gibt man denen das automatisch. Hier ging es auch nicht. Lebte hier oben auch noch ein Geist? Also ich weiß noch, dass die eine... Dass der, die Asiatenfrau, lebte ja oben auf dem Dachboden, aber... Dann doch eher die andere Seite. Wollte noch ein Geist eine Schaufel? Ich hätte sonst noch eine Schaufel. Vielleicht das komische Krabbelvieh. Hier unter uns der vielleicht. Wie hieß der denn nochmal? Ich gehe nochmal zu dem hier unten. Ich weiß nämlich nicht mehr. War das nicht der O'Halloran? War das nicht der O'Halloran? Darby O'Halloran. Und hier ist der Brief. Vergiften. Huh, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir Scotch getrunken haben, aber das spielt keine Rolle. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Verschwinde, kleines Mädchen, lass mich allein. Meine Frau Claire ist Babysitterin, geh und nerv sie. Wo finden wir denn diese Claire? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen den Geist mal irgendwie... Claire... Das war aber nicht die da oben, ne? Bin ein bisschen überfragt gerade hier mit den Geistern und dem Kram, den ich habe. Vor allem, weil ich halt ein bisschen raus bin. Also wenn ich jetzt nach dem letzten Mal spielen würde, wäre es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Also so bin ich ein bisschen auch raus. Immerhin geht es gerade mit dem Treppensteigen. Hier nach links ging es da auch noch, nö. Gehen wir nochmal durch die Tür. Ich klappe jetzt einfach nochmal die Villa ein bisschen ab hier. Und dann waren wir auch überall. Das
Ach ja. Nach links, nach rechts. Ich gehe nochmal nach rechts. Die Tür ist aber verschlossen. Es ging nicht. Der Fuchs. Der Bär. Hier ging es nicht drüber. Ich gehe nochmal hier als Geist nach oben. Ich würde eigentlich gerne mal auf die andere Seite, auf die linke Seite, aber es geht ja anscheinend nicht. Da ist der Bettraum, ja, und dann ist hier diese, ne? Emiko Minami, genau. Ne? Genau. Ja, aber das hatten wir ja alles schon. Das ist doof. Das ist voll doofi. Oder ich habe hier irgendwas gar nicht geschafft gehabt. Nee, ist das böse Vieh. Whatever. Ach ja, die Bison-Statue, die sie so toll findet. Das gibt's doch aber nicht. Also irgendwie bin ich gerade voll auf dem Schlauch, wo ich als nächstes hin soll. Eine Menge Notizen und was weiß ich. Vielleicht ist das auch ein ganz anderes Gebäude. Ja, geh mal nach oben, sonst komme ich hier nicht. Nein. Ja, dann geh noch mal nach oben, Mensch. Gruselig. Ich weiß auch nicht, was hier das Vieh soll. Oh Gott, ja, nun, dann geh nach oben. Hauptsache, das kommt nicht hinter einem her. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die linke Seite. Und hier, ja, hier kann ich halt als Geist hin, aber sonst auch nicht. Wie gesagt, vielleicht muss man auch irgendwie in ein ganz anderes Haus wieder. Und ich bin hier komplett falsch. Das kann natürlich sein, dass wir auch jetzt schon längst durch sind hier. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Wortham, Martha und Markus. Aber was kann ich denn dann machen? Ein Brief von Wortham an Jeremiah Mode. Hatten wir den Jeremiah denn? Hatten wir den Jeremiah irgendwo? Ich weiß halt nicht mehr, wo man Jeremiah findet, damit man dem den Brief geben könnte. That's my problem. Und dann bräuchten wir halt auch nochmal was zum Schnibbeln. Dann gehe ich jetzt nochmal zur Rückseite der Villa. Hier kommt man zum Garten. Das hatten wir ja auch schon. Das Gasthaus. Genau, hier hatte der nämlich rumgeklimpert. Aber vielleicht kann man ja hier auch nochmal jemanden einen Brief geben. Der spielt uns ja immer noch hier fröhlich das Spiel. Was? Der Körper von Flying Hawk war nie hier unten. Ach so, hä? Warum sagt sie das denn? Hier kann man auch nochmal durch die Tür. Leute, ich würde sagen, ich mache mal jetzt hier kurz eben einen Cut und guck mal, wo ich lang kann. Nur, dass wir kurz das Ende wenigstens noch ein bisschen, mich das nochmal ein bisschen ranziehe vom Spannungsbogen, mache ich mal eben Cut und schalte dann gleich nochmal zu. Wo ich eigentlich hin soll. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und husche schnell nochmal hinein in die Aufnahme und wir sollten in den Geräteschuppen gehen. Ich weiß gar nicht, ich war doch hier vorher drin, aber jetzt ist hier auf jeden Fall eine Uhr, die man verwenden kann. Ich weiß nur gerade überhaupt nicht, auf was man die stellen soll, aber ich nehme an, dass man das bestimmt aus den Notizen bestimmt erfährt. Das jetzt eigentlich nicht. Moment, wir haben doch... ist das Notizen oder ist das Tagebuch, was ich jetzt will? Hier, da hat sich doch jemand getroffen. Wie hieß die denn nochmal? Von wegen heimliches Treffen. War das die? Nee. Brief an Jeremiah, steht da was drin? Nee. Aber ich bin mir sicher, man kriegt das bestimmt hier irgendwie eigentlich raus. Tagebuch vielleicht dann doch? Was hat sie da eigentlich zuletzt reingeschrieben? Ich habe einen großen Mann namens Darby in der Villa getroffen. Er hat einen seltsamen Akzent, der wie irisch klingt. Ja, das hatten wir schon. Dann müssen das die Notizen sein. Aber sie notiert sich nicht das, was die Geister sagen, ne? Das ist das Problem. Und da steht deswegen auch nirgendwas von der Uhrzeit, glaube ich. Das ist ja blöd. Oh, ich habe jetzt aber gar nicht aufgepasst. 3 Uhr vielleicht? Einfach mal so lange drehen, bis es geht. Geht das? Neun? Noch nicht? Also automatisch geht hier auf jeden Fall irgendwie das nicht. Das ist doof. Aber wenn sie sich heimlich getroffen hat, war es doch bestimmt abends. Fangen wir mal mit 6 an. Hab 7. 7. Viertel nach 7. 7:30. Auch eine gute Treffpunktzeit. Oder 8 vielleicht. Auch nicht. 7:45. Ich rate jetzt einfach mal. Nee? Auch nicht? Da? 8:30? 8:30 ist doch super. Oder 8:45. Oder 9? Klappt echt super. Dafür hat es sich gelohnt, hier den Cut zu machen, ne? Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste dann, glaube ich, nochmal ins Haus. Und das ärgert mich gerade. Ich war ja gerade bei der Frau, die gesagt hat... Also ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber... Ich kann mich auch total täuschen. Ich werde mich mal erkundigen... Und dann bin ich gespannt, woher die Information nochmal kommt mit dem Treffen und Uhr und Geräteschuppen und Zeit einstellen. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.